Eine Einwohnerzahl. Vor allem das mit den Zielen habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ach, das ist die freie Schalterliste. Lol. Also so ein Tech-Tree hätte ich irgendwie cooler gefunden, ehrlich gesagt. Aber hier, weißt du, Ziel 20, da Ziel 100. Da kriegen wir dann Bergwerke durch. Und hier ein Wasser. Also es ist halt, naja. Okay. So, ich habe mir übrigens überlegt, wie wir das strukturieren können. Ich weiß nicht, wie viele Bahnhöfe funktionieren, aber die Bahnhöfe müssen in der Nähe sein. Und da die Bahnhöfe mit den Schienen nicht am besten so krass durch die Stadt durchgehen dürfen, wäre, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich machen kann. Entweder wir setzen den Bahnhof in der Mitte von der Stadt und lassen das dann einfach alles durchkreuzen mit den Schienen. Aber ich weiß nicht, wie viele Haltestellen wir später haben werden, deswegen wird das sonst sehr groß. Alternative wäre, wir setzen den Bahnhof am Rand von der Stadt, dass da auf jeden Fall genug Platz ist. Nachteil dabei, die Dorfbewohner heulen rum, weil, das ist so weit weg vom Bahnhof. Deswegen habe ich mir überlegt, versuchen wir gleich einmal direkt zwei Bahnhöfe zu bauen, um zu schauen, ob das überhaupt funktioniert, weil das relevant für meinen Plan ist. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn das klappen würde. Ansonsten, wenn wir nur einen Bahnhof bauen können, müssen wir den mittig bauen. Wenn mehrere gehen, dann bauen wir irgendwie einen hier hin oder einen hier hinten so hin. Einen, ja, oder einfach auf allen drei Seiten so irgendwie. Weiß ich mein, so, das kann man ja irgendwie machen. Oder an den Ecken, so links, unten, rechts, irgendwie so. Kann man sich dann alles überlegen. So, aber wir gehen erstmal in die Mitte der Stadt hin und fangen an zu bauen. Erstmal zwei Häuser so und zwei Häuser so. Da in der Mitte kommt ein Marktplatz später mit ein paar Bäumen als Dekoration. So. Ich habe mir schon ein bisschen was gedacht jetzt hier, weißt du? Ja, das war schon scheiße. Der kann direkt wieder abhauen. Tschüss, Kumpel. Weil in der Mitte soll natürlich ein Weg übrig bleiben. Drei und so. Drei und so. In die andere Richtung. Hier machen wir auch drei und so. Oh, können wir hier sogar einen vierten machen. Oh ja, Holz. Hoppala. Ja, warte, das müssen wir gleich nochmal machen. Ich mach mal ganz kurz hier ein paar Häuser mittendrin weg. Dann machen wir es später. Ihr bekommt natürlich den Weg. So, da kommt schon wieder der Marktplatz hin, mit Bäumen hier rein, mittendrin. Und hier machen wir dann halt noch weiter die Wohnkomplexe, klar. Und jetzt warten wir ganz kurz, bis da mehr Arbeiter kommen. Was ist eigentlich der Hotkey für die Zeit? Das würde ich gerne noch wissen. Naja. Hinweis, Dienstleistungen beeinflussen Zufriedenheit und Produktivität. Ein Beispiel, der Wasserturm stellt umgrenzenden Gebäuden ein Wasserreservoir zur Verfügung, wenn sie durch die Straßen miteinander verbunden sind. Denkt daran, unglückliche Personen sind unglückliche Arbeiter und diese benötigen längere Ruhezeiten. Alles klar, Chef, kein Problem. Wir können den Wasserturm auch hier hinsetzen, dann haben wir schon mal den Marktplatz. Nee, den setzen wir anders. Wir setzen auf jeden Fall einen Wasserturm hier und einen Wasserturm da. Einige Güter können nur in Dörfern oder Städten mit Hilfe von Produktionsstätten produziert werden. Ein Beispiel der Fischereihafen, bla 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 bla. Gibt uns mehr Steuern, das ist auch schön. So, nein, Quatsch. Hä? Ah ja, okay, ich muss es anklicken, okay, alles klar. Sieht Wasser eigentlich jetzt gut aus? Wasser nicht in Reichweite. Ha, okay, müsst ihr ja wissen. Kommt gleich bestimmt noch irgendwann. Huch. So, einmal gerade da hinten zum Wasser. Zack. Und dann machen wir da schon mal eine Fischerei. Und da schon mal eine Fischerei. Ist ja schön mittig auch hier. Perfekt. Wunderbar. Dann machen wir das auf jeden Fall weg. Da kommt mich jetzt unser erstes Lagerhaus rein. Ein kleines Lager. Ein Bereich, um Güter zur Produktion zu lagern. Lagereinheiten haben eine limitierte Reichweite und können nur in eine begrenzte Anzahl an Produktionsstätten versorgen. 2x3 groß. Passt perfekt hier rein. Optimal. 5 werden unterstützt und Reichweite sind 10 Kacheln. Das ist auch okay alles. So, zack. Dann sind die schon mal verbunden. Na dann, Jungs und Mädels, auf geht's. Ja, die haben kein Wasser, war ja irgendwie klar. Dann machen wir da noch einen Turm. Ist ja erstmal nicht so wild, wo wir die setzen. Die können wir eh nochmal irgendwie verteilen, wenn es jetzt nicht so passt alles. Es geht schon. Da arbeiten sie schon.
Ja, ich will mal das gerne auch mit der Nacht sehen. Das ist schon ziemlich nice. So, das haben wir. Das klappt also alles. Easy peasy. So, dann ist unsere erste Stadt auf jeden Fall schon mal geregelt. Was ich noch extrem wichtig finde zu wissen ist, arbeitertechnisch, wie viel werden benötigt? Und wie viel nicht? Weil wenn jetzt die Zwischen steht, benötigt nur 5 Arbeiter. Das wäre ja cool. Weißt du, das ist schön. Aber wie viel muss ich jetzt einplanen? Weil die müssen sich auch ausruhen. Und da ich keinen Plan habe, wie das für den Ratio ist, würde ich sagen, gehen wir einfach auf ganz normal sicher. Und versuchen das so zu planen später, falls wir irgendwie ein bisschen ans Limit kommen oder irgendwas krass eng wird oder so. Weiß ich jetzt ja noch nicht. Dass wir sagen, okay, wir lassen immer... Also ich würde jetzt hier mit einem Dreifachen rechnen. Halt einmal die, die arbeiten, die, die sich ausruhen und die, die halt Puffer sind, keine Ahnung. Einfach, damit man auf Nummer sicher gehen kann und wir immer genug Arbeiter haben. Und wenn da zu viele Arbeitslose sind, dann haben sie halt Pech, ist nicht mein Problem. So, auf jeden Fall, das scheint auch schon mal ganz gut zu funktionieren hier. Die wachsen alle ganz gemütlich. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Ein Kohlebergwerk, das würden wir natürlich jetzt da hinsetzen, ist klar. B. Nicht auf Gemeinschaftshaus, das ist schon wieder falsch. Kohlebergwerk. Minen, die bei Kohleablagerung gebaut werden. Kohlebergwerke produzieren Kohle, die zum Betanken von Zügen verwendet werden. Eine Kohleablagerung, Ladungszeit 5 Sekunden. Kapazität 200 und produziert 60. Um ein Bahnnetz an Zügen aufrechtzuerhalten, ist eine Menge an Treibstoff nötig. Baue Kohlebergwerke bei einer Kohleablagerung, um Kohle für Treibstoff zu sammeln. Bring Kohle in Lagerhallen und zu Dörfern. Die schreiben immer Lagerhallen, aber das ist doch... Ich darf doch nur eine bauen. Komisch. Damit dann Züge aufgetankt werden können. Züge werden an Bahnhöfen mit Treibstoff automatisch aufgetankt. Na dann, ist klar, wollen wir hier mitten rein, ne? Oder... da so. Hä? Ach, ich muss die da draufsetzen. Ah, lol. Okay, ich dachte, das wären halt die Minen, die ich dann als... Ich dachte, ich baue das Gebäude hin und dann sind da irgendwie so Minen als Extragebäude, als also Untergebäude, die ich dann da draufsetze. Okay. Ja, dann setzen wir es halt da drauf. Ah, so ein Ding ist das. Okay. So, dann machen wir das. 4 Stück. Kohlelager. Das heißt, jetzt kann der tragen 600. Nett. Objekte, die du freigeschaltet hast, können ausgeblendet werden, indem du sie mit der linken Maustaste anklickst. Jetzt haben wir einen kleinen Bahnhof, klar. Jedes Dorf, jede Lagerhalle und jede Produktionsstätte benötigt einen Bahnhof zum Transport von Gütern zwischen ihnen. Baue einen Bahnhof direkt neben einem Gebäude, um es mit Bahnen zu verbinden. Ja. Gut, ist natürlich jetzt alles weit auseinander, wird also jetzt erstmal ein bisschen teuer, aber drauf geschissen, das ist mir egal. So, der Bahnhof macht natürlich Sinn, dass wir den später hier für alles irgendwie benutzen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall ein Verteilerzentrum bauen. Weil das muss sich ja dann mit allen verbinden, sag ich mal. Ja? Setzen wir mal dahin. Machen das mal so. So. Keine Ahnung, irgendwie sowas halt, ja? So, haben wir schon mal für später vorbereitet. Wunderbar. Und dann machen wir jetzt einen Bahnhof. Den setzen wir dann da dran. Ne? Wie ihr seht, das passt ja gut zusammen, ne? Leuchtet jetzt alles blau. Das habe ich verstanden. Haben wir beim letzten Mal ja ganz lange gestruggelt bei der einen Folge. Ein Zug kann einen Bahnhof nutzen, solange dieser mindestens 2 Schienen parallel zu sich besitzt. Allerdings können Waggons, die keinen Bahnsteig auf beiden Seiten haben, den Bahnhof nicht benutzen. Ja. Warum eigentlich 2 Schienen parallel? Wozu ist das wichtig eigentlich? Wir müssen die ja wissen. Kohlebergwerk, ich nenne die mal so, Kohlebergwerk, oder ich mach mal nicht Bergwerk, sondern nur Kohle... holen.
Dass wir das so ein bisschen einschätzen können. Weil mit der Weltkarte ist tatsächlich ein ziemlich guter Hilfspunkt so. Weil wir so tatsächlich eine ordentliche Orientierung haben und nicht ausgedachte Namen haben. Das ist dann auf jeden Fall alles einfacher, das einzuschätzen. Meiner Meinung nach. So, und der braucht jetzt auf jeden Fall, ja, die Frage ist, wie lange machen wir die Züge? Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Züge nutzen diesen, um aufzutanken. Ja, ja. Ich mach mal erstmal 4 in beide Richtungen. Dann passt das hier mit der Straße auch ganz gut zusammen. Das ist ja schon ziemlich lange eigentlich. Und dann noch ein Lager dazwischen. Weil es geht. So, das haben wir. Dann brauchen wir 2 Schienen. Die natürlich dann hier so lang laufen. Warte, unten ist jetzt 5 drüber, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5 drüber. Haben wir das schon mal? Und eine 2. Schiene. Also sind die auch dann so funktionstüchtig, denke ich mal, hoffe ich mal. Zack. Und machen da nochmal ein paar Bahnsteige hin. Eine Brücke. Geht das so? Zählt das trotzdem? Weiß ich nicht. Ich hoffe, es zählt trotzdem als, Dingens. Aber so 2 Brücken, die halt so vor und hinten sind, sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Ja. Den speichern wir uns dann übrigens auch als Blueprint ab irgendwann. Und die Frage ist halt, wie weit können wir sowas erweitern? Weil ich könnte jetzt da hingehen und hier nochmal eine Brücke machen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Aber anscheinend gibt es hier tatsächlich ein Limit. Wegen dem Kasten so. Aber ich kann auch in die andere Richtung gehen, theoretisch, oder? Ich meine nur. Ansonsten können wir hier noch 1, 2. Also immer 3 pro weitere 2 Schienen. 3 und nochmal 3. Dann können wir hier 6 Schienen nebeneinander klatschen. Das ist doch schon mal ordentlich. 6 Schienen? Das ist schon mal nice. Okay, Kohle haben wir. So, jetzt ist natürlich das Lagerhaus ein Stückchen weit weg. Ein Stück. Wo ist das eigentlich dann? Welcher Ort? Das ist das nicht, warte mal, wenn hier in Deutschland ist. Ist das hier die Tschechei? Oder schon Österreich? Nee, Österreich ist noch tiefer, ne? Ach, keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Wird sich schon später alles irgendwie herausfinden. So, die Frage ist jetzt, wie machen wir es jetzt am besten mit dem ganzen Kohlezeug so? Erst nach Hause liefern, finde ich schon mal eine ganz gute Sache. Dann gehen wir hier hin und bauen da schon mal einen Bahnhof. Und da wird es jetzt interessant, wie ich es mache. Quatsch, falsches Menü. Ein Bahnhof. Oh. Oh. Beträgt 25 Kacheln nur, ne? Sind das 25? Warte mal. Meinen die mit 25 Kacheln ein Feld von 25 mal 25? Weil so sieht's nämlich aus. Weil, oder 25 in jede Richtung, weil das sieht mich nicht danach aus. Das sind jetzt wie viel? Eben zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geht's in die Richtung von der Stadt. Uff. Aber dann stimmt das ja auch nicht ganz. Ja, wofür ist denn dann... Ich meine, das ist jetzt eh nur die Baureichweite, aber 25. Dann machen wir es mal so, dass es genau bis zur Mitte von der Stadt passt. Und ein bisschen drüber ragt, so für ein Gebäude. Nee, am besten muss es bis zur Straße ragen, ne? Also 3 drüber quasi. Und von hier aus müssen wir irgendwie mittig sein, das heißt also... So ist okay. Machen wir es mal von hier aus. Und jetzt müssen wir genau 25 runtergehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ach, ich bin so wie Scheiße, Alter. Nochmal.
So sind es ja schon 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4 und 5. Das sollte doch eigentlich passen. Ich will es ganz kurz testen, ob das auch wirklich stimmt. Aber rein in der Theorie passt das nicht. Warum? Wegen dem Zweierknick hier? Wie viel Reichweite ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann habe ich mich einfach nur verzählt. Dann passt es mit den 25 auf jeden Fall eigentlich. Offensichtlich. Dann machen wir es anders. Da müssen wir die Straßen zählen, alles klar. Ich dachte, das wäre die Entfernung, die ich machen kann. Aber die Straße macht eigentlich auch ein bisschen mehr Sinn. Ist auch ein bisschen mehr an Ando angelehnt. Von wo aus zählen wir das denn, ist die Frage. Ich würde schon fast das mittlere Gebäude hier nehmen, irgendwie. Machen wir so. Dann haben wir mich, um das oberste Gebäude dran zu kommen. Wäre der kürzeste Weg. 1. Warte, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Wäre hier. Das ist nicht so weit. Boah, das ist schon irgendwie ein bisschen mies, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, das ist nur ein kleiner Bahnhof. Wie sieht denn das aus später mit großen Bahnhöfen? Gibt's das? Weil ein kleiner Bahnhof ist jetzt irgendwie ein bisschen... Ich nenne es jetzt mal schwach auf der Brust von Entfernung her. Wenn ich mir die Stadt angucke, ist die Entfernung vom Bahnhof ganz schön miserabel. Ich hätte ihn ja gerne irgendwie hier so am Rand gehabt, ehrlich gesagt. Ja, dann müssen wir den halt hier irgendwie hin... Ja, ist schon... Ja... Oder wir machen die Gebäude generell... Ach, ich weiß nicht. Es gibt ja auf jeden Fall Industriegebäude, das wissen wir jetzt ja schon. Deswegen wollte ich eigentlich hier oben Industrie machen, weil da Wasser ist. Und auf allen anderen drei Seiten Bahnhof. Oder halt ein Bahnhof mittig, wenn es nicht mehrere geht. Aber ich denke mal, mehrere werden gehen. Weil warum auch nicht? Ja, aber die Frage ist, wie mache ich das denn jetzt? Weil die Position ist halt wirklich relevant. Meine Überlegung, die ich jetzt gerade habe, damit ihr das kurz nachvollziehen könnt, ist, ich mache dann verschiedene Bahnhöfe. Am besten vielleicht sogar auf allen vier Seiten, wenn es gar nichts hilft. Keine Ahnung. Muss ich halt noch gucken. Wäre jetzt die Überlegung, ob ich vielleicht einen Bahnhof entweder setze ich hier noch ein bisschen näher dran oder noch ein bisschen weiter weg und ich zähle halt von der Mitte aus. Das hat quasi die Reichweite von dem Bahnhof nur bis hier hingehen soll. Aber es wäre irgendwie scheiße, weil muss ich da zwangsweise einen Bahnhof hinbauen. Ob das aber so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Weil vier Bahnhöfe für eine Stadt finde ich auch ein bisschen viel irgendwie, oder? Aber wie viele Gebäude brauchen wir später? Ist halt auch die Frage. So, ist alles irgendwie immer ein bisschen schwierig. Eine Idee? Wie weit ist denn das vom Hauptgebäude weit weg? 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich kann mal ganz kurz so zählen. Das sind genau 10 Abstand. 11, 12, 13 nur. 13 nur. Ist halt auch nicht viel, ne? Boah! Ich will jetzt ja ein bisschen auf Langzeit planen, weißt du? Aber ich glaube, es wäre nicht dumm, das so zu machen, dass ich sage, okay. Wir machen auf allen vier Seiten Bahnhof. Nennen die halt irgendwie Norden, Osten, Süden, Westen oder irgend so einen Scheiß. So Danzig Nord, Danzig Ost, Danzig Süd, Danzig West und sowas. Dann haben wir rundum quasi das Ding. Weil das andere ist halt, ich kann ja auch nach außen gehen jetzt. Und bis dahin sind es nochmal 17. Ich setze hier noch zwei, genau zwei weiter.
dem Bahnhof. Da setze ich den hin. Und ich kann euch jetzt auch genau sagen, warum. Wenn ich mir jetzt die Stadt angucke, dann bin ich jetzt entfernt von der Haupthalle 12, 13, 14, 15, genau das sind dazwischen. Wenn ich nach unten gehe, sind es genau 15. Heißt, wir haben jetzt genau die Mitte. Dann machen wir es so. Cool. Ja, ist doch scheiße sonst, oder? Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt mich auch ein bisschen problematisch. Eigentlich müssen wir hier so ein Wegchen machen, dass das hier schön verbunden ist. Und die Hütte müssen wir halt abreißen, weil die halt keinen Kontakt hat. Das ist halt dann Pech. Dafür setzen wir hier nochmal ganz kurz zwei Stück hin. Und später mal der E rund um die Bahnhöfe, dann ist das ja alles easy. Ich hoffe nur, ich muss die nicht einzeln ansteuern, die Bahnhöfe mit den Personenfahrzeugen, Zügen. Sonst wird es nämlich noch ein bisschen komplizierter. So, ist das schon mal ein bisschen geschlossener hier. Auch wichtig, damit jetzt hier auch jeder zum Zug hinkommt. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So. Dann machen wir den gleichen Aufbau, würde ich sagen, oder? Wer möchte was von mir? Ich habe nämlich eine wichtige Nachricht, auf die ich warte. Futtern. Oh lol, die haben Essen gemacht. Wie edel ist das denn? Dann machen wir es ganz einfach. Ich sag hier für die Folge heute tschüss. Und nächstes Mal planen wir weiter. Der ist wie bei jedem anderen Spiel. Der Anfang ist ein bisschen langsam und später ist dann halt alles ein bisschen fixer unterwegs, ja. Darf ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.